Wir haben das geheime Dorf gefunden und Ilias Retterin getroffen. Es ist eine alte Oma und sie hatte noch eine Halskette von Ilia bei sich. Ist das jetzt der Durchbruch? Wird sich Ilia nun wieder an alles erinnern? Wir kennen uns, nicht wahr? Ich erinnere mich, es roch nach Gras. Welches jetzt? nein, nicht solches. Das war vor langer Zeit. Wir waren beide noch Kinder. Du warst immer an meiner Seite. Oh. Tommy, du bist es. Das hier wollte ich dir vor deiner Abreise geben. Tommy, ich hoffe, du wirst es mögen. Du erhältst die tönerne Flöte. Ilia hatte sie für dich und Juli angefertigt. Ich warte hier auf dich. Du musst dir keine Sorgen mehr machen. Ach, also steht sie jetzt wieder auf mich und nicht mehr auf diesen Sora-Jungen, ja? Tommy, du erinnerst dich doch an diesen Stab aus den Wolken, von dem ich dir erzählt habe, oder? Weißt du, es ging dabei eigentlich um einen Herold der Wolken, der einen Stab bei sich hat. Diese Alte, die mir geholfen hat zu fliehen, hat mir davon erzählt. In der Heimat dieser Frau wird seit langem etwas aufbewahrt, das der Herold der Wolken braucht. Und sie wartet auf sein Erscheinen. Es handelt sich um etwas, das nur dem Herold der Wolken, der einen Stab trägt, ausgehändigt werden darf. Deshalb konnte die Alte auch ihr Dorf nicht verlassen. Tommy, hast du denn keine Ahnung, wer dieser Herold der Wolken, der einen Stab bei sich trägt, sein könnte? Naja, also ich hab einen Stab. Um genau zu sein, sogar zwei, aber ich nehme an, du meinst den hier, ne? Ja, also wenn das so ist, dann schlage ich vor, kehren wir zurück ins geheime Dorf. Und offenbaren uns der Alten. Wir müssen sowieso nochmal dorthin zurück. Es gibt da ja einen Grabstein, an dem wir heulen können. Dort können wir dann zum allerletzten Mal den goldenen Wolf rufen, der uns die letzte okkulte Kunst beibringt. Des Weiteren gibt es im geheimen Dorf noch eine interessante, nennen wir es mal Mission, die jetzt nicht unbedingt schwierig ist, aber zeitaufwendig sein kann. Kommt ganz drauf an, wie man sich anstellt oder beziehungsweise ob man einen guten Überblick über die Sache hat oder nicht. Boah, das war ein Volltreffer, du Drecksack. Ich kann auch nicht sagen, wie es bei mir laufen wird. Ich bin sehr gespannt. Aber jetzt möchte ich euch kurz das neue Item vorstellen. Damit können wir nun nämlich zu jeder Zeit und wann immer wir wollen, Epona rufen. Dieses Instrument hat ja sogar die Form von den Pflanzen, die... Wo sind sie? Irgendwo hier waren noch welche. Naja, ihr wisst schon, welche ich meine. Von den Pflanzen, mit denen man Epona rufen konnte. Ja, und der große Vorteil ist, das können wir jetzt eben mit uns tragen und Epona so zu jeder Zeit rufen. Wie ich finde, kommt das aber viel zu spät im Spiel. Ein solches Item hätte ich mir schon viel früher gewünscht. Naja gut, aber besser später als nie. Schnell absteigen. Verdammt nochmal.
Könnt ihr mich mal in Ruhe lassen? Ich habe keine Zeit. Ja, und dann abhauen, weißt du? Drecksassi. Scheißknechte. Mit euch redet keiner. Also. Wir sind wieder zurück. Und ich würde vorschlagen, wir heulen jetzt erstmal. Da rechts. Am Stein. Und sagen dem goldenen Wolf Bescheid. Oh, süß. Miau. Süße Katzen. Die werden gleich eine Bedeutung haben. Sie haben nämlich mit dieser Mission zu tun, die ich eben erwähnt hatte. Aber alles der Reihe nach. Jetzt erstmal ein letztes Mal heulen. Oh mein Gott. Ja, übertreib halt. Wie viel denn noch? Also Mitte, unten. Warten, Mitte, oben, unten, oben und abwechseln. Schwierig, aber ich könnte es hinkriegen. Schauen wir mal. Dann warten, Mitte, hoch, runter, hoch, Mitte, hoch, Mitte. Es war falsch? Was habe ich denn vergessen? Oder haben die Abstände nicht gepasst? Ach nein, ich bin einmal nach unten gegangen statt nach oben. Was? Also Mitte, unten. Mitte, oben. Unten. Oben und dann abwechselnd. Ach, verdammt. Ups. Das war wieder falsch, oder? Ja, ich habe an der Stelle einen Hänger. Ich weiß nicht. Verflixt nochmal. Ja, vielleicht haben auch einfach die Abstände nicht gestimmt. Alter, jetzt akzeptier's halt. Was ist denn jetzt schon wieder los? Ich glaube, ich mache immer denselben Fehler, aber ich begreife nicht wann. Nee, dem passen einfach die Abstände nicht. Das ist schon alles richtig und die Abstände passen ihm nicht. Boah, ist das assi. Ich kann es halt auch einfach nicht, ne? Mitte, unten, Mitte, hoch. Sofort runter, hoch, Mitte, hoch, Mitte. Komm, das passt jetzt. Ja! Der Rhythmus hat nicht gestimmt, sagen wir es so. Das war in sehr epischer Ausführung das Zelda Twilight Princess Main Theme. Der einzige Track, der auch aus diesem Spiel stammt, richtig? Alle anderen stammten aus vergangenen Zelda-Titeln. Du sollst eine der okkulten Künste erlernen. Mit dem Schwert in der Hand sollst du nach mir suchen. Und er befindet sich direkt vor Schloss Hyrule. Na, der soll mal lieber aufpassen, dass kein Soldat ihn entdeckt. Weil, sofort werde ich nicht zu ihm eilen. Jetzt
wenden wir uns nämlich erstmal diesem Huhn zu. Das läuft hier nicht umsonst rum. Wie hast du ihn hierher gefunden? Das hier ist ein vergessenes Dorf. Wir haben hier 30, nein, maximal 20 dürften es sein. Jedenfalls haben sich ein paar der Katzen, die früher hier lebten, wieder im Dorf angesiedelt. Ich denke, es dürfte nicht zu viele für dich sein. Könntest du dich nicht ein wenig mit ihnen beschäftigen? Oh, bist du richtig nett, Bock Bock. Du musst einfach nur mit allen Katzen einmal reden, damit sie sich nicht zu einsam fühlen. Aber wenn du das Dorf verlässt, bevor du mit allen geredet hast, musst du natürlich wieder von vorn beginnen. Ach ja, du musst ja auch noch wissen, wie du mit ihnen reden kannst. Du musst sie von der Seite ansprechen. Also, alles klar? Was? Von der Seite? Okay, nee, die Schwierigkeit besteht tatsächlich darin, alle zu finden. Es sind 20 an der Zahl, aber das Dorf ist, ja, groß in Anführungsstrichen. Und einige der Katzen sind ziemlich schwierig versteckt. Also es kommt häufig vor, dass man 19 am Ende hat und die letzte nicht findet. Immerhin, es gibt kein Zeitlimit. Offensichtlich. Ich bin Nummer 1. So, die sagen immerhin die Zahl. Und die bewegen sich auch. Das ist das größte Problem. Miau, ich bin Nummer 2. Deswegen muss man alles im Blick halten. Die sind übrigens nicht nummeriert. Ihr könnt die Reihenfolge so machen, wie ihr wollt. Kannst du nochmal bitte hochgehen? Oder kann ich auch so mit dir sprechen? Nein. Jetzt. Miau, ich bin Nummer 3. Also ich habe eigentlich keine richtige Strategie für diese Mission, aber ich würde sagen, wir gehen erstmal unten lang. Und ja, genau. Wir checken erstmal alle unten ab. Weil dann können die da unten rumlaufen, wie sie wollen. Das ist mir dann egal. Und wir gehen auch noch nicht in Häuser rein. So, Nummer 6. Ich glaube, das ist das Klügste, wenn man erstmal unten beginnt. Ist hier eine? Ja. Die Nummer 7. Also diese Mission klingt wirklich einfach, aber glaub mir, es kann Komplikationen geben hier. Spielt natürlich auch eine Rolle, wie stark die sich bewegen. Aber die fangen erst an rumzulaufen, wenn man in ihrer Nähe ist, auf jeden Fall. Kann gut sein, dass die Hälfte sich unterhalb befindet und die andere Hälfte oberhalb. Wenn dem so ist, dann müssten wir die 10. noch finden. Ja, da ist sie. Ziemlich witzig, dass sie nicht weglaufen. Ich meine, ich bin ein Wolf. Ach, da ist sogar die Nummer 11. Okay. So, das sollten jetzt alle gewesen sein. Also alle offensichtlichen. Gehen wir mal in die Häuser rein. Aha, da ist eine. Nummer 12. Man hört auch immer irgendwas wegen dem Wind. Aber davon sollte man sich nicht täuschen lassen. Das sind nur irgendwelche Fensterläden. Das kann ich nicht kaputt machen? Nö. Kann nur durch die Fenster rein. Okay. Nummer 13. Da hinten ist nichts. Warte, bist du jetzt die von eben? Man kann sie auch nochmal ansprechen. Dann sagt sie, wir kennen uns doch schon. Aber dich kenne ich. Boah, die sehen sogar genau gleich aus. Wie gemein. Zweimal dieselbe Katze in einem Haus. Alter. Und dann auch noch so nah beieinander. Die kommt mir auch so neu vor, aber die müssten wir schon kennen. Ja. So, was ist hier los? Oh, die verfolgen mich, Mann. Bleibt doch bitte einfach da, wo ihr seid. Ja, okay. Ich überprüfe das halt manchmal, indem ich sie nochmal anspreche, ob ich sie wirklich nicht kenne. Hoffe, das ist okay. Die kennen wir garantiert nicht. Das ist die Nummer 15. Du bist die 16. Komm, wir schaffen das. Wir schaffen das. Dann haben wir da drüben die 17. Oh, sag mir bitte, du kannst darüber springen. Okay.
Okay, als Link geht's. Nummer 17. So, weiter. Gibt's nicht hier noch? Nee, nee, nee. Ah, doch, da vorne. Aber die kann man eigentlich nicht übersehen. Nummer 18. Let's go, let's go. Da drüben ist dann somit die 19. Doch, wir müssten es eigentlich schaffen. Komm her. Na, nicht so. Ach, wobei. Oh, ist das süß. Aber ich wollte sie eigentlich absprechen. Hab vergessen, dass es nur als Wolf geht. 19. Und jetzt die letzte. Komm, wo ist die 20? Ist sie da hinten? 20? Bist du... Ah, da ist sie. Da ist sie, Leute. Wie kommen wir da hin? Müsste... von hier aus gehen. Hä? Geht nicht? Miau. Muss ich ernsthaft von da oben darüber springen? Das habe ich mir zwar als erstes auch gedacht, aber andererseits wäre das ja ein bisschen rabiat. Scheint aber tatsächlich der einzige Weg zu sein. Link, was war das? Was war das? Knecht. Hoch mit dir. Na gut, dann springe ich halt. So sei es. Ja. Oh Gott, wie ein Vollidiot. Vielleicht ist es aber auch als Mensch ein bisschen besser. Könnte sein. Und ich würde auch vorschlagen, wir machen vielleicht erstmal das Fenster kaputt. Dann kann uns das schon mal nicht aufhalten. So. Ja, genau so muss das sein. Mieze, wo bist du hin? Mieze! Komm her, du bist die Letzte. Ich bin Nummer 20. Wahnsinn! Wir sind alle Freunde, miau. Sag schnell dem Boss der Hühner Bescheid. Yeah! Also, wir haben es gepackt. Ich würde mal sagen, wenn man so vorgeht wie ich, dann ist es auch machbar. Erstmal unten alle erledigen. Dann könnt ihr nämlich rumlaufen, wie sie wollen. Kommt keine Verwirrung mehr auf. Und halt dann oben Gasse für Gasse abchecken. Du hast also mit allen geredet. Na, herzlichen Dank. Deinen Preis findest du vor dem Haus der alten Frau. Vergiss nicht, ihn mitzunehmen, wenn du das Dorf verlässt. Warum gibst du mir den Preis nicht einfach in die Hand? Und wie schnell hast du bitte jetzt die ganzen Fenster repariert? Nee, ernsthaft, warum muss ich mir den Preis vor dem Haus abholen? Nun, wie dem auch sei, wir müssen ja ohnehin zur alten Frau. Das war definitiv ein Herzteil für Katzenmenschen. Also, wir wollen ihr den Kopierstab zeigen. Sieh mal. Oh, dieser Stab. Ist das etwa der Kopierstab? Bist du etwa der Herold der Wolken? In meinem Volk erzählt man sich, dass vor langer, langer Zeit die Königsfamilie, als sie noch mit den Kumulanern verkehrte, von diesem einen Stab geschenkt bekam, dem eine seltsame Kraft innewohnte. Diesen Stab bezeichnete man als den Kopierstab, aber nur einem von der Königsfamilie anerkannten Herold der Wolken wurde es gestattet, diesen Stab zu tragen. Und unser Volk bewahrt auf Befehl der Königsfamilie seit langer, langer Zeit ein Dokument auf, das der Herold der Wolken braucht. Das hier ist dieses Dokument. Bitte nimm es. Dankeschön! Das Kumulana-Dokument. Es ist in der alten Sprache der Kumulana verfasst. Aber der Text enthält einige Lücken.
Dieses Dokument ist in der alten Sprache der Kubulaner geschrieben. Ich bin so froh, dass ich hier geblieben bin. Wenn ich dieses Mädchen nicht getroffen hätte, wäre alles anders geworden. Das Zusammentreffen mit ihr muss eine göttliche Fügung gewesen sein, um dich von diesen Dingen zu unterrichten. Ja, kann man so sehen. Weiß ich jetzt nicht, ob man so sehen muss, aber ja, lassen wir mal so stehen. So, da man hier, soweit ich weiß, noch eine Geisterseele finden kann, warte ich kurz, bis Nacht wird, ehe wir zurück nach Kakariko gehen. Ah ja, da befindet sie sich. Sollte die einzige sein, jedenfalls ist das die einzige, von der ich weiß. Aber ich werde sowieso gleich mal auf die Karte gucken. Da steht ja seit neuestem immer schön detailliert, wie viele Geisterseelen es pro Gebiet gibt. Dann wissen wir auch, wie viele uns noch fehlen. Also das weiß ich auch so, aber ich meine das Gebiet. Zack. Das müsste unsere Nummer 55 sein, oder? Wo sich drei befinden, das weiß ich. Da kommen wir noch nicht ran. Hier in diesem Gebiet haben wir jetzt alle. Da auch. Hier ebenfalls. Da nicht, aber die meinte ich, die drei. Somit befinden sich zwei noch... Hä? Ach so. Ach ja, klar. Im letzten Dungeon. Richtig. Im letzten Dungeon. Dann sind wir also auch, was das angeht, auf einem guten Weg. Zurück nach Kakariko. Wir sollten nun mit dem Abgesandten von Thelma sprechen. Der hat schließlich einen gut ausgebildeten Kopf. Da ist was drin. Ich denke, der kann etwas mit diesem Dokument anfangen. Ups. Hier, sieh mal. Oh, was ist das denn? Sind das etwa kumulanische Schriftzeichen? Wo hast du das denn her? Ob das vielleicht die Worte sind, die das Siegel lösen? Also gut, versuchen wir es. Cool. Keine Reaktion. Vielleicht ist es nicht diese Statue. Danke, Domi. Die Worte habe ich mir gemerkt. Ich gebe dir das antike Dokument also erstmal zurück. Ich denke, ich werde versuchen, den Zauberspruch an anderen Statuen auszuprobieren. Die anderen Statuen habe ich schon so oft besucht. Ich weiß auswendig, wo sie sind. Warte, ich markiere es auf deiner Karte. Wenn du noch Fragen hast, dann komm einfach zu mir. Alle dieser Statuen haben die Form einer Eule. Du wirst sie also leicht erkennen können. Wir treffen uns dann dort. Hat nicht funktioniert. Moment mal, was ist das denn? Der Kopierstab hat reagiert. Der Kopierstab hat wieder magische Kraft. Mysteriöser Stab, der antiken Statuen Leben einhaucht. Lege ihn auf einen Knopf und geh ab. In diesem alten Dokument stand also der Zauberspruch, der diesen Stab zum Leben erweckt. Wenn wir hiermit wieder zu den steinernen Statuen gehen, der Typ hatte doch gesagt, er würde eine Markierung machen, wo wir die Statuen finden, oder? Also, damit gehen wir? Ja, wir gehen. Im nächsten Part besuchen wir ein paar Statuen. Bis bald!